So, dann machen wir mal hier drin weiter. Mal gucken, ob uns nochmal was entgegengeworfen wird. Erstmal kurz gucken. Hier gibt's was zum Runterfallen. Wo landen wir denn da? In einem neuen Bereich hinter der Tür. Sehr schön. Was gibt's hier? Höhere Angriffskraft und aber langsamerer Cooldown. Das könnte sie gut gebrauchen. Da greift sie zwar nicht mehr so schnell an, aber mit Dolchen ist sie eh ziemlich schnell. Und eine Schurike. Gibt's hier sonst noch was hier drin? Nö. Aber gut. Jetzt haben wir auch das Rätsel gelöst. Jetzt müssen wir nur noch zum Teleporter zurückfinden. Was ich irgendwie nicht ganz... Ah, da. Hinkriege. Und dann wieder hier rein. Und dann gucken wir mal hier weiter. Ach ja. Ja. Hilfe. Machst du, dass es aufhört? Ja, du machst, dass es aufhört. Wenn ich hier noch was drauflege... Okay, hier kann ich nichts drauflegen. Wenn ich hier drauf trete, passiert nichts. Oh, ein Feuerschwert. Das ist schon mal schön. Auch wenn wir zu überladen sind. Ah, er kann es tragen. Ach, hat er einen Stärkebonus gekriegt? Nö. Schade, ich dachte. Und eine Schriftrolle für Feuerball. Stärke plus 1. Okay, wie viel Stärke hast du? Du denn 19 und du hast 18. Dann kriegst du mal die Stärke plus 1. Jetzt kannst du auf jeden Fall noch mehr tragen. Aua. Okay, die Platte ist die Druckplatte ist ja gemein. Aber gucken wir mal. Ja, genau, hier nämlich gibt es nämlich noch sowas hier. Das dürfte aber nicht die einzige gewesen sein. Genau, bingo. Jetzt schnell darum. Und hier geht's hoch in ein Secret. Ich weiß gar nicht mehr, gab es in dem Secret einen? Ja, gab es. Die garstigen Gegner. Uff. Da kommt gleich noch einer. Das war jetzt verballert. Komm, frier ein. Genau. Und ein Level Up für Talisa. Assassination, das will ich jetzt auf 20 bringen, dass sie Improved Backstabbing kann. Dann gucken wir uns mal hier um. Das ist nämlich das erste Secret, bei dem man nach oben gehen muss. Huntsman Cloak, noch ein. Sehr gut. Der bringt dir aber allerdings nicht viel, deswegen kriegst du ihn mal. So. Aber dafür ist hier der Plattenhelm. Wiegt etwas mehr als das Iron Bassinet, aber hat auch mehr Protection. Jetzt sind wir nämlich genau auf der Seite von dem Gitter da drüben. Da haben wir ja damals den Knoffer-Mace gefunden. Da liegt noch unsere Keule rum, habe ich gerade gesehen.
So, aber ja, das war, glaube ich, alles hier unten. Gehen wir mal zurück. So, gehen wir wieder hier runter. Warten den nächsten Feuerball ab. Machen das hier wieder aus. So. Nehmen die Fackel noch aus der Halterung. Und nehmen sie mal mit. Können wir ja immer noch gebrauchen. Und machen hier mal zu. So. Ah, jetzt hätte ich das Iron Bassinet gut gebrauchen können. Naja, gut. Werfen wir halt die Fackel darüber. Und jetzt? Ah ja, okay, ich verstehe schon. Das hier in seine Hand. Kurz abfeuern. Mach die Tür auf. So, da können wir den Edelstein wieder mitnehmen. Und hier haben wir Pitwood Bread. Kann er gleich mal essen. Alle anderen sind noch gut dabei. Hier geht's in die Haupthalle des Feuers. Da will ich erstmal noch nicht rein. Sondern erstmal gucken, was hier hinter ist. Okay, was war das? Ich glaube, hier wird was rein teleportiert. Der Sack ist zu weit geflogen. Ich brauche einen schwereren Sack. Der fliegt auch zu weit. Wie weit fliegst du? Du fliegst zu kurz. Wie weit fliegst du? Okay, du fliegst schnell genug. Haha, Goldschlüssel. Sehr schön. Und jetzt machst du auch nichts mehr. Hm? Gibt's hier sonst noch was Interessantes? Nö, so gesehen nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Da geht's in die Hallen des Feuers. Da will ich aber erstmal nur nicht rein. Sondern ich will erst die Fackel rausnehmen. Genau, den Knopf drücken. Der macht nämlich hier das Secret auf. Na, noch eine Fackel können wir mitnehmen. Dann haben wir wieder genug. Und zwar geht's hier runter zur Fighters Challenge. Nur der Vorbereitete soll eintreten. Suche die Klinge der Insel. Ja, das kenne ich auch noch. Das ist das Schwert von Nex. Das man hier in den Hallen des Feuers finden kann. Und hier in den Hallen des Feuers gibt es natürlich Feuerelementare. Und... Hä? Okay, da gucke ich gleich danach. Erstmal will ich den hier... werden. Nein, runterfallen war nicht beabsichtigt, weil jetzt... Nein, da will ich nicht erst recht nicht runterfallen. Runterfallen war nicht beabsichtigt, weil sobald wir runterfallen, habe ich noch in Erinnerung, wie spawnen die Gegner in den Hallen des Feuers. Ja, ich höre nämlich schon wieder hier eine Krabbe, die ist nämlich schon respawned.
Aber viel schlimmer, die Feuerelementare respawnen. Und das ist mit diesen ganzen Gruben hier ein ziemliches Heckmeck. Na komm her. Genau, einfrieren. Dass wir dich schlagen können. So, wo ist jetzt dein Kumpel respawned? Noch nirgends. Huch, jetzt bin ich fast wieder in eine Fallgrube reingelatscht, weil die Tastatur hing. Er wartet. Wer wartet? Er hier? Oder wer anders? Dann lassen wir ihn doch mal frei. Und werden ihn erstmal los. Und ja, eingefroren ist er mir am liebsten. Auch wenn ich... kaum Schaden gegen ihn mache. Das war jetzt zum Beispiel bei 0. Das war ein Backstep mit 8. Das war... Slap. Wenn sie so hin und her rennen, sind sie am ungefährlichsten. Ah, das war ein schöner Quatsch. Jetzt ist er tot. Was machst du? Ach so, du machst das Rätsel. Hilfe. Das war nicht so gut. Und ich hör's ticken. Das müsste ungefähr hier sein, aber wo fällt man hier runter? Okay, jetzt müssten aber die Elementare wieder da sein, deswegen muss ich erstmal zum blauen Kristall zurück. Sofern ich den Weg nach oben wieder finde, andere Richtung. Und wieder falsch. Genau diese Richtung. Aber erstmal wieder hier rum. Zum roten Kristall. Zum blauen Kristall. Roter Kristall, ja, jetzt wäre ich schon farbenblind. Damit mache ich auch mal kurz ein Autosave. So, falls was schief geht, dass ich nicht nochmal alles machen muss. So. Autosave ist gemacht. Und dann mal ab wieder in die Hallen des Feuers. Das erste, was wir machen, wir ignorieren die Feuerelementare, wenn sie respawned sind. Und springen mal wirklich dort in die Fallgrube, wo stand er, erwartet euch. Mal sehen, was uns da wirklich erwartet. Aha, da ist eine Falltür, da ist eine Wand aufgegangen und da ist der nächste Knopf. Also Feuerelementare scheinen doch keine Respawn zu sein, deswegen... Ah. Das war wieder falsch, aber jetzt bin ich wenigstens zum Glück gleich beim Gang hoch. Aber jetzt können wir mal kurz gucken, ich bin hier runtergefallen. Das war hier irgendwo, ja, das sieht so aus... 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre ein... Hier bin ich runtergefallen, gell? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das wäre hier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, tatsächlich. Da gibt es also auf jeden Fall einen Ort zum Runterspringen.
Ein Geheimnis. Und Feuerelementare sind respawned. Aber so wie es aussieht, nur eins. Aua, na, den haben wir jetzt zwar voll abgekriegt, dafür kriegst du jetzt eine ordentliche Breitseite von uns. Boah. So. Da dein anderer Kumpel noch nicht wieder da zu sein scheint, gibt es jetzt erstmal hier Mist. Okay, schlafen, bevor wir hochgehen. Und ein neuer Traum. Du bist nicht der Einzige, der hier gefangen gehalten wird. Ich wurde selber einen Abgrund hinuntergeworfen. Ich wurde in Ketten gelegt oder mit Ketten gebunden. Okay, die Ansprache kannte ich noch nicht. Aber gut. Hochgeheilt, und dann würde ich sagen, bevor wir wieder hochgehen, speichere ich erst einmal wieder. Bis gleich.